Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Torresan, Jan Torresan. Und heute in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr in unter 50 Minuten 10 Kilometer lauft. Denn Leute, das ist so die Brandmarke, wo man sagt, Bruder, das ist ein Macher, der hat was drauf, ja. Und ich sage euch eins, Leute, stellt euch jetzt mal vor, wir würden hier nicht in irgendeinem abgeranzten Kellerzimmer stehen, wo sich im Hintergrund die Alkoholflaschen türmen, sondern wir wären jetzt hier einfach im Olympiastadion. Und im Hintergrund seht ihr dann hinter mir Eliud Kipchoge, der einen neuen Weltrekord im Marathonlaufen aufstellt und Usain Bolt einen neuen 200 Meter Sprint hinlegt und auch auf Weltrekordzeit. Warum? Einfach nur, weil sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Okay. Dieses Video wird kein klassisches Video, wie es jetzt euch irgendein anderer Fitnesstrainer erklärt und euch einen Trainingsplan mitgibt, weil ich weiß, die Hälfte von euch schaut das Video eh nicht bis zum Ende. Die andere Hälfte von euch wird es gar nicht umsetzen. Und damit ich wenigstens ein paar Leute von euch erreiche, gebe ich euch schon dieses erste Straßendenken mit, damit ihr überhaupt diese 10 Kilometer packt. Und die es dann richtig ernst meinen, ziehen es eh durch und schaffen es auch in 40 Minuten oder 45 Minuten. In dem Sinne, Leute, es kommt grundlegend auf drei Dinge drauf an. Schlaf, Ernährung, Motivation und Einstellung. Das sind diese drei Punkte. Ich habe gerade vier genannt, aber okay. Auf die ihr achten solltet, um dieses Ziel zu erreichen. Habt ihr nicht genug Schlaf? Habt ihr keine Motivation? Esst ihr auch nicht genug? Beziehungsweise habt keinen geregelten Ernährungsplan, System, um dieses Ziel zu erreichen. Deswegen wichtig, auf diese Punkte achten, damit ihr dieses Ziel erreicht. Was wollte ich noch sagen? Dieser Tipp wird vielleicht ein Tipp sein, mit dem ihr gar nicht gerechnet habt. Lauft nicht zu viel. Viele machen den Fehler, sind in kurzer Zeit sehr, sehr motiviert und wollen jeden Tag joggen gehen und merken gar nicht, wie sie sich die Bänder, die Sehnen, die Knöchel, was weiß ich was alles, kaputt laufen und einfach danach nach ein, zwei Wochen alles hinschmeißen und keinen Bock mehr haben. Lasst euch Zeit und geht nicht öfters als viermal die Woche laufen, beziehungsweise wenn ihr laufen geht, geht einmal laufen und macht einen Tag Pause. Einfach nur, dass ihr ja für den nächsten Lauf ready seid. Um diese 10 Kilometer in der Zeit zu packen, gibt es so eine kleine Baseline. Und zwar solltet ihr auf jeden Fall die 5 Kilometer in unter 25 Minuten laufen können. Und ihr solltet in der Regel, wenn ihr zum Beispiel 3 bis 4 Mal die Woche lauft, 1 bis 2 Mal die Woche 5 bis 7 Kilometer laufen und einmal die Woche einen längeren Lauf von zum Beispiel 12 Kilometern. Wenn ihr das zweimal, dreimal gemacht habt, dann könnt ihr auf jeden Fall die 10 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von weniger als 4 Minuten 59 pro Kilometer schaffen. Und solltet ihr ganz am Anfang sein, Leute, und ihr seid noch nie in eurem Leben gelaufen, beziehungsweise lauft immer so zwischen 3 und 6 Kilometern, dann müsst ihr euch auf jeden Fall ein paar Monate mehr Zeit geben, vielleicht auch ein Jahr, weil einfach die 10 Kilometer in unter 50 Minuten nicht gerade eine Sache, die man halt von heute auf morgen schaffen kann. Und ja, Leute, in dem Sinne, ich wollte euch nur hier einen kurzen Input mitgeben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und Jungs, was sagt ihr? Glaubt ihr, der Input war ausreichend? Lass mal kurz überlegen. Nein. Alles klar. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Peace out.